Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich bitten, sich auf Ihre Plätze zu begeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf noch mal herzlich bitten, sich auf Ihre Plätze zu begeben, damit wir starten können und vor allen Dingen, dass wir auch hier Sicht bekommen. Das wäre wunderbar. Ah, jetzt kommt die nächste Runde. Und wenn jetzt dann alle noch mal ihre Arme runtergenommen haben, genau, dann können auch alle was sehen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen, Frau Bundeskanzlerin, Frau Demmer. Herzlich willkommen, die stellvertretende Regierungssprecherin. Die Kanzlerin ist zu uns gekommen, um über aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik zu sprechen. Und wir starten mit einem Statement. Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, danke schön, liebe Frau Wevers. Meine Damen und Herren, ich möchte mich als erstes für die Einladung durch die Bundespressekonferenz bedanken, die ja doch relativ kurzfristig jetzt auch möglich gemacht wurde und das mitten in der Urlaubszeit. Ich mache diese Konferenz ja meistens erst nach den Ferien oder vor den Sommerferien, aber ich glaube, die aktuelle Situation, insbesondere nach den schrecklichen Anschlägen von Würzburg, München und Ansbach, macht es wichtig, und mir ist das auch wichtig, dass wir nicht bis nach dem Urlaub warten, sondern dass wir das jetzt und heute tun. Wir werden natürlich wie immer bei den Sommerpressekonferenzen über alle Fragen sprechen können, die Sie beschäftigen, so die Ukraine-Russland-Fragen, die europäische Situation, die Situation in der Türkei, aber auch innenpolitische Themen wie Bund-Länder-Finanzen oder Rente. Aber zu Beginn möchte ich von meiner Seite aus ausführlicher nur zu einem Thema einführen, und zwar zu den schrecklichen Morden und Anschlägen der letzten Tage in Deutschland. Am 18. Juli in Würzburg, am 22. Juli in München und am letzten Sonntag in Ansbach. Bei den Anschlägen in Würzburg und Ansbach handelt es sich nach allem, was wir heute wissen, um islamistischen Terror. Diese Anschläge, verbunden mit dem, was wir in Nizza erlebt haben, mit dem furchtbaren Mord an einem katholischen Priester vorgestern in der Normandie, mit dem Massaker an schwulen und lesbischen Menschen in Orlando vor ein paar Wochen, mit den terroristischen Anschlägen in Belgien und auch immer wieder in der Türkei, unter anderem auch mit deutschen Opfern. Diese Anschläge sind erschütternd, bedrückend und auch deprimierend. Es werden zivilisatorische Tabus gebrochen. Die Taten geschehen an Orten, an denen jeder von uns sein könnte. Und wir können den Angehörigen der so vielen Opfer zeigen, dass wir mit ihnen leiden, dass wir mit ihnen trauern, dass sie nicht allein sind. Und wir werden alles tun, um die barbarischen Taten aufzuklären, die Hintermänner aufzuspüren und ihrer Strafe zuzuführen. Und wir werden dann abschließend auch entscheiden müssen, wo zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Das alles sind wir den Opfern der Bluttaten schuldig, denen, die ihr Leben lassen mussten, denen, die schwerste Verwundungen an Leib und Seele davontragen. Und das sind wir natürlich den Angehörigen schuldig. Das alles sind wir auch unser aller Sicherheit schuldig. Und das alles sind wir auch den so vielen unschuldigen Flüchtlingen schuldig, die auch damit umgehen müssen, dass, wie im Fall der Täter von Würzburg und Ansbach, zwei Männer die Anschläge begangen haben, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Zwei Männer also, die in unserem Land Schutz suchten oder vielleicht auch nur vorgegeben haben, Schutz zu suchen, und die nun in jedem Fall Angst, Tod und Schrecken verbreiten wollten und verbreitet haben.
dass zwei Männer, die als Flüchtlinge zu uns gekommen waren, für die Taten von Würzburg und Ansbach verantwortlich sind, verhöhnt das Land, das sie aufgenommen hat. Und ich will hinzufügen, dabei ist es im Übrigen völlig egal, ob mit den so vielen Flüchtlingen diese Flüchtlinge schon vor oder nach dem 4. September des vergangenen Jahres zu uns gekommen sind. Es verhöhnt die Helfer, die Ehrenamtlichen, die sich so sehr um die Flüchtlinge gekümmert haben. Und es verhöhnt die vielen anderen Flüchtlinge, die wirklich Hilfe vor Gewalt und Krieg bei uns suchen, die friedlich leben wollen in einer für sie auch fremden Welt, nachdem sie woanders alles verloren haben. Aber mehr noch, das Ganze stellt uns auf die Probe. Es stellt das auf die Probe, was unsere Art zu leben bestimmt. Es stellt unser Verständnis von Freiheit und Sicherheit auf die Probe. Wir müssen beide Werte immer von Neuem ins Gleichgewicht bringen. Und die Terroristen wollen erreichen, dass wir den Blick für das, was uns wichtig ist, verlieren. Sie wollen unseren Zusammenhalt und unser Miteinander zersetzen. Sie wollen unsere Art zu leben, unsere Offenheit und ja, auch unsere Bereitschaft, Menschen in Not aufzunehmen, verhindern. Sie säen Hass und Angst zwischen Kulturen und sie säen Hass und Angst zwischen Religionen. Dem stellen wir uns entschieden entgegen. Ich sage das für die ganze Bundesregierung. Ich sage das für die Sicherheitsbehörden. Und das macht auch das Miteinander von Bund und Ländern aus. Sie wissen, dass vieles schon in Gang gekommen ist. Der Bundesinnenminister hat vor wenigen Tagen nach dem Anschlag in Würzburg darüber informiert, zum Beispiel was Ausreisen aus terroristischen Gründen anbelangt, zum Beispiel der Entzug des Passes, zum Beispiel was die verbesserte Zusammenarbeit von Bund und Ländern anbelangt im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz, was die Einführung der Vorratsdatenspeicherung anbelangt, den besseren Informationsaustausch zwischen den einzelnen Sicherheitsbehörden, die Beendigung des völlig sorglosen Umgangs mit Prepaid-Handys. Wir haben auf europäischer Ebene vieles in Gang gebracht, zum Beispiel ein europäisches Zentrum zur Terrorismusbekämpfung bei Europol. Wir haben ein europäisches Fluggastdatensystem endlich in Europa verabschiedet. Wir werden ein Ein- und Ausreiseregister schaffen, einen Grundsatzbeschluss dazu gibt es in Europa. Und wir haben schon jetzt die Zahl der Stellen bei den Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland, aber auch vor allen Dingen beim Bund, erheblich erhöht. Heute ist nicht der Tag, um abschließend schon Ihnen vorzustellen, welche neuen Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden müssen. Es muss eine gründliche Analyse geben. Der Bundesinnenminister wird zusammen mit seinen Länderkollegen hierzu Vorschläge machen. Das oberste Gebot, was gilt, ist, dass immer dort, wo es Lücken gibt, wir auch handeln müssen, wie wir es bisher auch gemacht haben, sodass klar wird, wir tun alles Menschenmögliche, um die Sicherheit in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu gewährleisten. Einiges allerdings ist aus meiner Sicht nach den letzten Tagen bereits klar. Schon jetzt ist erkennbar, dass neben den Bedrohungen durch den organisierten Terrorismus, ich habe eben im Zusammenhang mit den bereits beschlossenen Maßnahmen darauf hingewiesen, neue Gefährdungen treten durch Täter, die den Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt ihrer Tat nicht aufgefallen sind. Das heißt, wir brauchen hier ein besseres Frühwarnsystem, das Behörden ein Tätigwerden auch ermöglicht, sobald im Rahmen des Asylverfahrens oder bei Integrationsmaßnahmen Hinweise auf Radikalisierung zum Beispiel erkennbar sind. Zweitens, wo immer notwendig, wird auch der Bund personelle Maßnahmen verstärken oder aber die technische Ausstattung verbessern. Wir werden sicherlich im Herbst bei den Haushaltsberatungen im Zusammenhang mit dem parlamentarischen Verfahren darauf zurückkommen. Drittens, wir haben bereits beschlossen, und das sollte aus meiner Sicht jetzt beschleunigt geschehen, dass wir eine zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, das heißt im Wesentlichen zur Entschlüsselung der Internetkommunikation, aufbauen, bekannt unter dem Abkürzung CITES. Und diese Behörde sollte schnellstmöglich aufgebaut werden. Viertens, wir haben jüngst das Weißbuch des Bundesverteidigungsministeriums verabschiedet. Und es ist jetzt an der Zeit, Übungen durchzuführen, die wir nach der geltenden Verfassungsrechtsprechung auch durchführen können,
für terroristische Großlagen, wo unter der Führung der jeweiligen Polizei dann auch die Bundeswehr mit eingebunden werden kann. Fünftens, wir müssen alle Forschungsvorhaben, die es bereits gibt, zum islamistischen Terror und zu den Hintergründen, wie Menschen radikalisiert wird, fortsetzen und gegebenenfalls noch erweitern und dann die entsprechenden Schlussfolgerungen im präventiven Bereich ziehen. Der Bundesinnenminister und die Bundesfamilienministerin haben jüngst über ihre Präventionsmaßnahmen berichtet, aber wo immer notwendig und erkennbar, muss das erweitert werden. Sechstens, wir müssen europäische Anstrengungen natürlich auch vervollständigen und hier geht es vor allen Dingen darum, eine schnellstmögliche Vernetzung aller bestehenden Dateien auf dem europäischen Gebiet hinzubekommen. Wir werden als Staats- und Regierungschefs auch am 16. September genau über diesen Punkt beraten und dann auch die Innenminister bitten, das beschleunigt voranzubringen. Wir brauchen siebtens eine schnellstmögliche Verabschiedung jetzt des neuen europäischen Waffenrechts, wo dann zum Beispiel, und das werden wir sehr schnell in nationales Recht umsetzen, auch der Handel oder der Kauf von Waffen direkt online nicht mehr möglich ist, sondern nur noch mit Hilfe eines Händlers. Wir werden achtens, und darüber habe ich gestern mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama gesprochen, die Kooperation mit den befreundeten Diensten verstärken, um auch die Aufklärung zu beschleunigen und das Kommunikationsverhalten solcher Täter besser analysieren zu können. Und wir werden neuntens die Rückführungsanstrengungen verstärken müssen. Wir haben hier erste Ansatzpunkte gehabt, aber zum Beispiel müssen wir weiter mit Afghanistan auch zusammenarbeiten, um innerstaatliche Fluchtalternativen zu finden, um auch Rückführungen hier möglich zu machen. Auch die Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern muss verbessert werden. Und ich begrüße sehr, dass der Bundesinnenminister und einige Bundesländer sich heute vereinbart haben, eine Studie in Auftrag zu geben bei McKinsey zu der gesamten Kette der Rückführungsbemühungen, weil wir hier schon einiges erreicht haben, aber nicht so vorankommen, wie das gewünscht wird. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einer großen Bewährungsprobe zu tun, Deutschland, aber auch ganz Europa. In unserer Nachbarschaft herrschen Terror, Krieg. Wir haben es mit asymmetrischen Bedrohungen zu tun. Wir haben so viele Flüchtlinge auf der Welt wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wieder, so war es schon nach der Silvesternacht in Köln und jetzt auch nach den schrecklichen Terroranschlägen, fragen wir uns, können wir es wirklich schaffen, diese große Bewährungsprobe, die letztlich die Kehrseite der positiven Effekte der Globalisierung ist, die uns die Schattenseiten der Globalisierung aufzeigt, können wir es schaffen, diese große Bewährungsprobe erfolgreich zu bestehen? Für mich ist klar, wir bleiben dabei bei unseren Grundsätzen. Unsere Grundsätze, das ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Und die Grundsätze heißen, wir geben denen, die politisch verfolgt sind, Asyl. Und wir geben denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, auch Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Vor 11 Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Soweit das vom letzten Jahr. Ich habe vor 11 Monaten nicht gesagt, dass es eine einfache Sache würde, die wir mal nebenbei erledigen können. Sonst hätte ich diesen Satz überhaupt nicht sagen müssen. Aber ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Und deshalb werden wir auch die neue Herausforderung, vor der wir jetzt stehen und die mit dem Wort islamistischer Terror umschrieben ist, bewältigen, die richtigen Maßnahmen einleiten und deutlich machen, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben wollen und dass wir auch die Integrationsaufgabe meistern wollen. Wir, das sind wir alle,
die Politik im Bund, Ländern und Kommunen, die vielen Ehrenamtlichen, die Sicherheitsbehörden. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei der Polizei bedanken. Gerade in den letzten Tagen hat sie Außergewöhnliches geleistet. Die Bürgerinnen und Bürger, wenn ich an die Menschen in München und in Ansbach denke. Wir, das ist trotz aller Mühsal, die wir manchmal spüren, auch Europa. Der Schutz unserer Außengrenzen, die Bekämpfung der Fluchtursachen, das zentrale Thema, die NATO, das Türkei-EU-Abkommen. Und das ist Menschen in Not zu helfen, Terror zu bekämpfen und alle Menschen in Deutschland zu schützen, Fluchtursachen zu vermindern, Deutschland und Europa zu stärken in Zeiten der Globalisierung. Wir arbeiten, um Freiheit und Sicherheit in eine Balance zu bringen und damit sicherzustellen, dass wir unsere Art zu leben auch weiter leben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Merkel. So, jetzt habe ich ungefähr 30 Wortmeldungen, die sich alle gleichzeitig gemeldet haben. Ich versuche, das möglichst gerecht zu verteilen. Ich bitte darum, eine Frage zu stellen und keine Fragenkataloge hier abzuliefern, damit möglichst alle Kollegen drankommen. Wir strukturieren keine Themen, weil ich glaube, das ist ein hoffnungsloser Fall. Also machen bitte Fragen Sie. Frau Dunz habe ich als Erste auf der Liste. Und vielleicht brauche ich Hilfe bei den Mikrofonen, weil ich wenig sehe, aber wenn es leuchtet, genau. Ist super. Danke. Frau Bundeskanzlerin, würden Sie im Rückblick zu den 11 Monaten sagen, dass es etwas gab, was vielleicht ein Fehler war, was Sie falsch eingeschätzt haben oder ein Versäumnis? Und ein Ausblick auf 2017, ist es Ihnen wie 2013, egal wer von der SPD eigentlich gegen Sie antritt? Also, die Kanzlerkandidaten werden von den Parteien selbst bestimmt und insofern wird die SPD das sicherlich selbstbewusst machen, zu dem Zeitpunkt, den die SPD für geeignet hält. Ich habe heute früh mit dem Bundesminister Gabriel telefoniert und er hat mir ganz ausdrücklich aufgetragen, dass in dieser ernsten Situation in unserem Land die Bundesregierung gemeinsam handelt und gemeinsam für das einsteht, was ich eben hier auch gesagt habe. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für diese Tage, die die Menschen sehr interessiert. Ich kann Ihnen nur sagen, Frau Dunz, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen in einer sehr anspruchsvollen Zeit als Bundeskanzlerin zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, aber auch mit den Ministerpräsidenten der Länder und den Kommunen zusammengearbeitet haben, wie auch mit vielen, vielen Nichtregierungsorganisationen, vielen Ehrenamtlichen. Es war eine herausfordernde Zeit, es wird auch eine herausfordernde Zeit bleiben. Aber ich stehe zu den Grundentscheidungen, die wir getroffen haben. Und ich glaube auch, dass zumindest ansatzweise aus dem, was ich eben gesagt habe, klar geworden ist, dass wir viel auch schon erreicht haben bei allem, was in diesen Tagen klar wird, was noch zu tun ist. Jetzt habe ich Herrn Özcan als Nächsten. Özcan von Hürriyet. Frau Bundeskanzlerin, wie intensiv verfolgen Sie zurzeit die Entwicklungen in der Türkei? Ich verfolge die Entwicklung in der Türkei sehr intensiv. Ich habe auch mit dem türkischen Präsidenten bereits nach dem Putschversuch telefoniert. Ich glaube, ich möchte dazu sagen, es ist selbstverständlich, dass, wenn es einen solchen Putschversuch in einem Land gibt, es wichtig und richtig ist, gegen die Putschisten vorzugehen mit allen Mitteln und allen Möglichkeiten des Rechtsstaates. In einem Rechtsstaat, und das ist das, was mir Sorgen bereitet und was ich eben auch sehr aufmerksam verfolge, gilt allerdings das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit muss unter allen Umständen gewährleistet sein. Und die Sorge besteht darin, dass hier doch sehr hart vorgegangen wird und dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit vielleicht nicht immer im Zentrum steht. Und ich habe auch mit dem türkischen Präsidenten, Herrn Erdogan, darüber gesprochen. Und ich glaube, es ist gerade auch angesichts der Tatsache, dass 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln hier in Deutschland leben, für uns von allergrößtem Interesse, dass die Entwicklung in der Türkei diesem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspricht und deshalb also sehr intensives Verfolgen durch mich. Dann habe ich gleich Herrn Santivani daneben.
Frau Bundeskanzlerin, es sieht so aus, als habe der Finanzminister etwas gegen die Rentenpläne von Frau Nahles, die Angleichung der Ostrenten. Wie werden Sie sich in dieser Meinungsverschiedenheit verhalten? Also die gesamte Bundesregierung steht zu ihren Verpflichtungen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Rentenrecht, wir wollen die Ost- und Westrenten angleichen. Der Bundesfinanzminister kommt dann ins Spiel, wenn es um die Frage geht, wie wird das im Rahmen der Haushaltsberatungen abgebildet. Darüber gibt es Gespräche auf der Fachebene zwischen Bundesfinanzministerium und Bundesarbeitsministerium. Wir haben das Thema nicht unter den vorrangigen Finanzbedarf gestellt. Das heißt, die Finanzierung war noch nicht gesichert zum Zeitpunkt der Abmachung im Koalitionsvertrag. Und wir werden sicherlich noch intensive Diskussionen haben, denn die Angleichung der Ost- und Westrenten hört sich sehr gut an und ist aus dem Blickwinkel derer, die Rente beziehen, auch sehr erstrebenswert. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass diejenigen, die heute im Arbeitsleben sind, dann ihre Rentenbewertungen herabgestuft bekommen. Und deshalb muss man sich die Dinge sehr genau anschauen. Und die Angleichung hat eben positive und aus der Sicht der Betroffenen auch negative Seiten. Und die muss man in eine vernünftige Balance bringen. Deshalb sind wir jetzt sozusagen in der Phase der sogenannten Frühkoordinierung im Rahmen der Bundesregierung. Und dann werden wir noch sicherlich intensive Beratungen darüber haben in den nächsten Wochen. Dann habe ich Herrn Jung als Nächsten, ganz hinten rechts. Frau Merkel, zwei Fragen zu Ihren Themen Fluchtursachenbekämpfung und wie Menschen radikalisiert werden. Wie Sie wahrscheinlich letzte Woche mitbekommen haben, haben Bombardierungen unserer Anti-ISIS-Koalition im Norden Syriens mehr als 100 unschuldige Menschen getötet, darunter 35 Kinder. Die Bundeswehr wird eingesetzt, damit das nicht passiert. Nach Frankreich haben Sie diese Woche wieder ein Beileidsschreiben geschickt. Mich würde interessieren, ob Sie auch ein Beileidsschreiben an die Angehörigen unserer Opfer nach Syrien schicken. Also wir arbeiten ja oder tun mit in der Anti-IS-Koalition. Ich glaube, dass das auch richtig und wichtig ist. Und Sie haben es selbst gesagt, durch unsere Tornado-Flieger und vielleicht auch in Zukunft LVEX-Aufklärung versuchen wir alles zu verhindern, was auch Zivilisten das Leben kostet. Wenn Sie sich allerdings anschauen, in welch massiver Weise Zivilisten durch den IS in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden oder ermordet werden, dann glaube ich, ist dieser Einsatz gegen IS richtig und wichtig. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass alles getan wird, um zivile Opfer zu verhindern. Die zweite Frage kommt jetzt. 2002, 2003 haben Sie... Also die Bitte war ja, keine Katalogen von Fragen zu stellen. Darf ich trotzdem? Das überlasse ich jetzt mal der Reaktion Ihrer Kollegen, ob Sie das trotzdem dürfen oder nicht. 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt, sondern ich habe mich sehr darüber geärgert, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame europäische Haltung mit den Vereinigten Staaten von Amerika hinzubekommen. Es hat dann UN-Resolutionen gegeben, über die deren Interpretation unterschiedliche Meinungen waren. Es ist nicht gelungen, diesen Krieg zu verhindern und das fand ich bedauerlich und ich hatte den Eindruck, dass auch Europa hätte mehr tun können, um das anderweitig hinzubekommen. Jetzt habe ich Frau Ebruns auf der Liste, finde sie aber gerade nicht. Ja. Ah, wunderbar. Bitte schön. Frau Merkel. Ja, ich sehe Sie. Ich sah Sie übrigens besser, als Sie sich noch nicht gefunden haben. Ja, ich habe das Mikrofon gefunden, es geht los. Frau Merkel, ich habe eine Frage zur Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage in den letzten 12 Monaten. Als Deutsche muss man sich ja jetzt nicht vorwerfen lassen, dass wir zu wenig getan haben, zu wenig Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber was die Europäische Union angelangt, Sie haben es auch erwähnt, sind Sie doch weit hinter Ihren bei diversen Gipfeln gesteckten Erwartungen. Stichwort Umverteilung von Flüchtlingen in Griechenland warten Zehntausende. Hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Wieso versagt Europa hier im 21. Jahrhundert, die Europäische Union an der Stelle so sehr aus Ihrer Sicht?
Also erstmal will ich vielleicht das Positive benennen. Es ist ja doch einiges auch in dieser Zeit in Europa möglich gewesen, was sonst Jahre oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt gedauert hätte. Wenn ich mal daran denke, dass wir jetzt eine gemeinsame europäische Grenzschutzeinheit haben mit Frontex. Hier muss man ganz offen sagen, hat auch Deutschland seine Position verändert. Wir waren viele Jahre nicht bereit, in einer gemischten Gruppe sozusagen bei Frontex zu arbeiten und damit auch nationale Zuständigkeiten aufzugeben. Dass wir das jetzt für den Außengrenzenschutz haben, halte ich für ein großes Ergebnis. Ich finde auch nach wie vor richtig, dass wir das Thema Migrationspartnerschaften und in diesem Zusammenhang auch das EU-Türkei-Abkommen, was ja umgesetzt ist, haben, dass wir weiter daran arbeiten, andere Migrationspartnerschaften in Afrika zu entwickeln. Ich glaube, dass das theoretische Bestehen eines Verteilsystems, was ja überhaupt dann erst das EU-Türkei-Abkommen auch möglich gemacht hat, schon auch ein Wert an sich ist. Da fängt es dann aber an, wo ich sagen muss, hier können wir nicht zufrieden sein. Die Tatsache, dass nach der Schließung der Balkanroute und vor Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens ungefähr 50.000 Menschen nach Griechenland gekommen sind, aber davon heute noch keine 1.000 verteilt sind, ist ein Zeichen, dass es wirklich zu langsam geht, viel zu langsam geht und auch viele Mitgliedstaaten sich eigentlich verpflichtet hatten, hier mitzutun und es muss schneller gehen. Und insofern bleibt viel Arbeit in Europa zu tun, das ist vollkommen richtig. Und ich habe an anderer Stelle schon gesagt, ich bin auch enttäuscht über die mangelnde Bereitschaft einiger hier mitzutun. Wir haben einen Raum der Freiheit oder der Freizügigkeit in Europa, der durch die Außengrenzen sozusagen begrenzt wird. Und wenn man sich diesen Raum einmal anguckt, dann gehört auch Zypern dazu. Und die Nachbarschaft von Zypern ist Syrien. Das heißt, Syrien ist nicht irgendwo weit weg vom Schengen-Raum, sondern Syrien grenzt an den Schengen-Raum. Und wenn man dann sieht, dass die Türkei 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, dass Libanon und Jordanien etwas mehr oder etwas weniger als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat, dann ist der Beitrag der Europäischen Union nicht ausreichend. Jetzt will ich aber noch etwas sagen. Ich habe nach dem Warum gefragt. Sie analysieren die Lage ja sicher auch, weshalb Ihre Kollegen da so zögerlich sind. Warum? Warten Sie doch einfach nochmal ab. Ich finde, es ist so ein großes Thema, dass ich das doch gerne in Ruhe umreißen möchte. Denn es geht nicht nur um die Frage, wie viel Flüchtlinge nimmt jedes Land in der EU auf, sondern es geht auch um die Frage, wie bekämpfen wir die Ursache von Flucht und Vertreibung und verhindern, dass Menschen tausende Kilometer von ihrer Heimat weggehen müssen und dann vielleicht sich noch in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben müssen. So, und jetzt kann ich Ihnen sagen, es gibt eine Sorge bei einigen, zu viele Flüchtlinge bei uns aufzunehmen. Und als wir zum Beispiel das EU-Türkei-Abkommen noch nicht hatten, hatten wir eine allein durch die Tätigkeit von Schleppern und Schleusern hervorgebrachte Zahl von Flüchtlingen pro Tag. Und das haben viele als unkontrolliert wahrgenommen und gesagt, daran möchten sie sich nicht beteiligen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, dass alle für Frontex sind und alle auch für den Außengrenzenschutz und alle auch für die Bekämpfung der Fluchtursachen. Ich kann als einzigen Grund eben angeben, dass es die Sorge ist, die Integrationsaufgabe vielleicht nicht zu schaffen oder die Dinge nicht bewältigen zu können. Und das ist meine Erklärung. Dann geht's weiter. Aber ich will noch mal positiv sagen, es gibt große Bereitschaft. Ein Land wie Polen zum Beispiel hat gesagt, wir machen bei der NATO-Mission in der Ägäis mit. Ein Land, viele der mittel- und osteuropäischen Länder haben gesagt, sie sind bereit, bei der Fluchtursachenbekämpfung mitzutun. Ich will im Übrigen darauf hinweisen, dass Länder wie zum Beispiel Spanien vor 10 Jahren sehr, sehr viele Flüchtlinge auch aufgenommen haben. Und die gesagt haben, jetzt sind auch vielleicht andere einmal dran. Auch diesen Aspekt gibt es. Es geht weiter mit Herrn Zweigler. Frau Bundeskanzlerin, ausgerechnet Bayern ist heimgesucht worden von terroristischen, islamistischen Anschlägen. Nun hat Ihre Schwesterpartei, die CSU, ja ein eigenes Sicherheitskonzept vorgestellt, zumindest in Zügen umrissen, schärfere Grenzkontrollen, notfalls Abschiebungen auch nach Syrien und in den Irak. Ich hätte gern gewusst, ist dieses Sicherheitskonzept auch Ihres
Und weil Sie vorhin über Kanzlerkandidaturen gesprochen haben, sind Sie eigentlich wiederum die Kanzlerkandidatin der Union 2017? Was die Frage der Kanzlerkandidatur anbelangt, und kann ich Ihnen das sagen, was ich sehr häufig schon gesagt habe, dass ich das zum geeigneten Zeitpunkt sagen werde. Heute ist dieser Zeitpunkt nicht. Und zu der Frage des bayerischen Konzepts, ich habe es natürlich mir angeschaut und hier gibt es sehr viele Dinge, die in Übereinstimmung sind, gerade was die Verstärkung der Sicherheitsanstrengungen anbelangt. Manches ist landestypisch, manches wird man auf der Bundesebene diskutieren müssen und natürlich werden wir das sehr genau analysieren und wo immer es möglich ist, eng zusammenarbeiten. Ich will an der Stelle allerdings sagen, dass ich die Meinung teile, dass die Sicherheitsbehörden in Bayern wirklich außerordentlich gute Arbeit leisten und in den letzten Tagen das auch unter Beweis gestellt haben. Herrn Safelberg habe ich als Nächsten. Ja, Herr Schafelberg für die Zeitung Telegraph. Ich sitze hier hinten aus Amsterdam. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie den Film Foco Amare Seefeuer gesehen haben über die Insel Lampedusa. Die hat die Berlinale gewonnen. Ich glaube, Sie haben vielleicht ein DVD bekommen. Und ich möchte dann auch dazu fragen, also wie wollen Sie verhindern, dass manchmal bis zu 5000 Flüchtlinge am Tag über Afrika Richtung Europa kommen? Ich habe von dem Film sehr viel gehört. Ich habe ihn persönlich nicht gesehen, aber die Problematik ist mir wirklich sehr gut bekannt. Wir haben in diesem Jahr, was die Flüchtlinge aus Afrika anbelangt, in etwa die gleiche Zahl bis zum heutigen Tag, wie wir das im vergangenen Jahr hatten. Das sind etwa zwischen 70.000 und 80.000 Menschen jetzt in dieser Zeit im Sommer. Das ist eine große Zahl von Flüchtlingen. Und wir haben noch nicht den Stand erreicht, den wir mit der Türkei erreicht haben, nämlich ein Abkommen zu haben. Wir können mit Libyen ein solches Abkommen nicht schließen. Deshalb sind die Migrationspartnerschaften von so großer Bedeutung und deshalb hat Deutschland sich zusammen mit Frankreich und Italien jetzt auch bereit erklärt, mit der EU-Kommission gemeinsam die Partnerschaft mit Niger und mit Mali zu verstärken. Gerade Niger ist ein Schlüsselland, was die Migration aus Afrika anbelangt. 90% der Flüchtlinge, die aus Libyen, von der libyschen Küste nach Europa kommen, kommen über Niger. Und ich habe auch mit dem nigerischen Präsidenten besprochen, dass wir hier sehr viel entschiedener auch vorangehen. Wenn man sich die Lage in Niger anschaut, dann sieht man, dass Niger selber riesige Probleme hat im Blick auf die Tschadsee-Region, im Blick auf den Kampf gegen Boko Haram, im Blick auf Hunger und Dürre. Das heißt, die erste Stufe wäre mal auch dort, so wie wir es bei Syrien gemacht haben, sicherzustellen, dass die einheimische Bevölkerung vernünftig versorgt werden kann, dass das Welternährungsprogramm genügend Mittel zur Verfügung hat, um dort Hunger und Not zu beseitigen und dann anzusetzen und eben auch mit Niger und den dort illegal durchwandernden Flüchtlingen die Arbeit aufzunehmen, ähnlich wie das mit der Türkei ist. Jetzt habe ich Herrn. Ich sage das deshalb, weil wir ja eine sehr schwierige Situation nach wie vor in Libyen haben. Und natürlich wollen wir die Einheitsregierung in Libyen stärken. Natürlich wollen wir, dass dort auch erfolgreich gegen den IS gekämpft werden kann. Aber da können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass das binnen weniger Wochen gelingt. Und deshalb, glaube ich, ist die Arbeit oder die Kooperation mit Niger für mich jedenfalls ein Schlüsselthema. Jetzt habe ich Herrn Grimm als Nächsten, den ich kaum noch sehe. Bevor Sie jetzt Ihre Frage stellen, würde ich doch bitten, in der Mitte nicht irgendwelche Geräte in die Fernsehleitung Kameras zu halten. Also bitte keine iPads und sonstigen Dinge da hochzuhalten, weil es gibt ein Fernsehbild, das wird dadurch gestört. Herr Grimm, habe ich das Mikrofon getroffen? Ja. Super, danke. Frau Merkel, ich hätte eine Frage zu den Freihandelsabkommen. In Teilen der SPD wird das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA bereits für tot erklärt. Am Montag, glaube ich, hat sich der BDI-Präsident darüber mächtig erregt. Meine Frage ist, Frau Merkel, ist das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA tot oder noch zu erreichen? Es ist auf dem letzten Europäischen Rat, den wir hatten, vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker an alle Staats- und Regierungschefs die Frage gestellt worden, ob die Kommission die Verhandlungen zu TTIP weiterführen soll. Und alle haben gesagt, dass sie die Verhandlungen, dass die Kommission die Verhandlungen fortsetzen soll.
Es gibt natürlich unterschiedliche Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten, aber entschieden wird über die Frage, ob dieses Abkommen unseren Anforderungen entspricht, wenn die Verhandlungen beendet sind oder zumindest zu einem Endpunkt geführt sind. Es entspricht nach meiner Erfahrung den ganz normalen Verhandlungsgeschehen, dass man nicht die Kompromisse schon 3 Monate vor Beendigung der Verhandlungen erkennen kann. Und ich habe viele Verhandlungen auch mit Kollegen aus den Vereinigten Staaten von Amerika geführt, über Klimaschutz zum Beispiel. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo 3 Monate vor Verhandlungsschluss bereits die Kompromisse eingegangen wurden. Und deshalb geht es jetzt darum, zu schauen, wie wir vorankommen. Ich halte dieses Abkommen für absolut richtig und wichtig und für im absoluten europäischen Interesse. Ich war ein bisschen verwundert, dass der Präsident des BDI hier so generell erklärt hat, wir würden uns dafür nicht einsetzen. Wir haben es jedenfalls im Europäischen Rat getan. Ich unterstütze die Kommissarin Malmström, die diese Verhandlungen führt. Wir wollen unsere Interessen in diesem Abkommen gewahrt wissen, aber ich sehe auch, dass es ein pazifisches Handelsabkommen gibt und dass viele Regionen der Welt miteinander Handelsabkommen schließen. Und ich kann nicht einsehen, warum ausgerechnet die beiden größten volkswirtschaftlichen Blöcke nicht Standards setzen sollten in der Welt, gerade wenn es um Verbraucherschutz, Umweltschutz und Ähnliches geht, gegenüber anderen Handelsabkommen, die sich nur mit Zollfragen beschäftigen und damit längst nicht so viel Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bieten. Unsere letzten Erfahrungen, das Freihandelsabkommen mit Südkorea, zeigen, es ist für beide Seiten von Vorteil und sichert eben auch in Europa Arbeitsplätze. Und wenn ich mir die große Zahl der Arbeitslosen anschaue in der Europäischen Union, gerade auch der jungen Menschen, sollten wir wirklich alles tun, was Arbeitsplätze in der Europäischen Union schafft oder sichert. Dann habe ich Herrn Wonka als Nächsten. Frau Bundeskanzlerin, ich habe mir Ihren 9-Punkte-Katalog genau angeguckt und habe festgestellt, als Sie vor 11 Monaten sagten, wir schaffen das, sind all diese 9 Punkte von vielen Politikern in Deutschland, nicht nur von der CSU, schon bereits genannt worden. Entspricht das Ihrer Führungsverantwortung, dass Sie 11 Monate brauchen, um klar auf dem Tisch liegende Forderungen in ein Ankündigungspaket zu packen? Und wieso haben Sie eigentlich sind Sie mit keinem Wort auf die Geschichten und Berichte über eine zutiefst verunsicherte Republik, der Sie jetzt schon ewig lang vorstehen, eingegangen? Und was muss passieren, damit Sie vielleicht einem Neustart der Politik in Deutschland und in Europa nicht mehr im Wege stehen? Also, Herr Monka, ich habe jetzt nicht die Absicht, mit Ihnen über die 9 Punkte zu sprechen. Wir haben das Personal verstärkt, wir müssen es vielleicht weiter verstärken, das ist vollkommen klar. Das macht Bayern und das machen wir auch. Wir müssen permanent die technische Ausrüstung verbessern. Wir müssen die Verschlüsselungsfragen dessen, was man jetzt in diesen Tagen von Darknet spricht, in den Blick nehmen. Das ist ein Prozess und wir werden in der Analyse dessen, was jetzt passiert ist, genau da ansetzen, wo noch mehr passieren muss. Und vieles ist in den letzten Monaten, das habe ich ja auch darauf hingewiesen, schon passiert. Und ich glaube, wer aufmerksam hingehört hat, hat sehr wohl vernommen, dass Menschen verunsichert sind, dass wir diesen Menschen etwas schuldig sind und dass der Staat eine Verpflichtung hat, das in seiner Macht Stehende zu tun, um die Sicherheit in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, wie ich es gesagt habe, auch zu gewährleisten. Dann habe ich Herrn Delfs als Nächsten. Ja. Frau Bundeskanzlerin, ich wollte auch noch mal ganz kurz zurückkommen zu Ihrem Satz, wir schaffen das, wo Sie ja sagten, auch 11 Monate später haben Sie gesehen, Sie glauben noch dran, aber es gibt eben auch Hindernisse. War Ihnen eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Sie das gesagt haben, schon klar, dass möglicherweise auch eine Reihe von Terroristen nach Deutschland einwandern? Ist das sozusagen der notwendige Preis, den wir zahlen für diese Menschlichkeit, die Deutschland gezeigt hat? Oder ist es eine Erkenntnis, die Ihnen erst später gekommen ist? Also ich weiß, in Zingst haben Sie es, glaube ich, jetzt bei der Wahlkampfveranstaltung ja zum ersten Mal explizit gesagt, dass da möglicherweise Terroristen mit dabei waren. Wir wissen ja seit den Anschlägen spätestens von Paris, aber auch aus bestimmten Registrierungen schon vorher, dass der IS die Flüchtlingsbewegungen genutzt haben kann oder offensichtlich genutzt hat, um auch terroristische
Kräfte dort mit einzuschleusen. Wir wissen, dass es daneben seit langem Reisebewegungen gibt. Da ist ja auch vieles schon geschehen, um zu versuchen, diese Reisebewegungen zu minimieren. Sie haben ja jetzt von dem Attentäter dort in der Normandie auch gehört, welche Vorgeschichte er hat. Das heißt, dass wir mit der Gefahr des Terrorismus umzugehen haben, dass wir alle Wege überprüfen müssen, das ist seit langer Zeit klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass damals vor 11 Monaten das im Zentrum gestanden hat, aber dass dieser internationale Terrorismus, und zwar der islamistische Terrorismus, eine Gefahr ist, die nicht nur in Syrien besteht, sondern die auch bei uns besteht, und dass man dadurch zwischen innerer und äußerer Sicherheit auch längst nicht mehr so unterscheiden kann, wie wir das vielleicht früher konnten oder gedacht haben zu können. Das ist mir seit langem klar, und wir müssen leider eben, das wird uns immer wieder auch im arabischen Raum gesagt, akzeptieren, dass viele, viele islamistische Kämpfer aus Europa nach Syrien gekommen sind. Dann geht es weiter mit Herrn Schwenecke gleich daneben. Frau Bundeskanzlerin, zeitgleich zu den Anschlägen von Flüchtlingen, auf die Sie eingegangen sind, die Sie kommentiert haben, gab es massive Fälle sexueller Übergriffe in Deutschland entlang des Kölner Musters, einen davon in einem Freibad in Kirchheim-Teck und einmal bei einer Open-Air-Veranstaltung in Bremen. Die Frage ist, kann man da was machen oder müssen wir uns darauf einrichten, dass bis die Integration greift, diese Phänomene auch zu Deutschland gehören? Und generell gefragt, inwieweit fühlen Sie sich persönlich, auch im Sinne Ihres Amtseides, verantwortlich für diese Phänomene, Stichwort Terror, sexuelle Übergriffe, die mit Ihrer liberalen und humanitären Flüchtlingspolitik einhergehen? Wir dürfen uns natürlich mit solchen Vorfällen nicht abfinden. Und wo immer das möglich ist, muss darauf reagiert werden. Wir haben Gesetzesverschärfungen gemacht. Wir können auch nicht sagen, das ist sozusagen ein Prozess, wo man mal abwarten müssen, bis die Integration gelungen ist. Da, wo so etwas passiert, muss sofort eingegriffen werden. Und wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen das Land verlassen müssen in dem Moment, wo sie straffällig werden. Und das sind inzwischen Straftatbestände. Und das kann gar nicht klar genug gesagt werden. Zweitens, schauen Sie, ich bin, wenn Sie es so wollen, für die allermeisten Entscheidungen verantwortlich als Bundeskanzlerin. Das liegt in der Natur des Amtes. Und ich habe immer abzuwägen, ob eine Entscheidung sozusagen unseren Werten entspricht. Und damit heißt es ja nicht, dass es keine Risiken gibt. Ich habe im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit dem, wir schaffen das, dass wir vieles schon geschafft haben in Deutschland, von der deutschen Einheit angefangen bis zum Ausstieg aus der Kernenergie, bis zu der Bewältigung der terroristischen Aktivitäten der RAF und vielem anderen mehr. Ich könnte vieles aufzählen, was unsere Republik, die Bundesrepublik, schon auf die Probe gestellt hat. Und ich glaube, dass der Grundansatz, dass sich ein Land wie Deutschland aus der humanitären Verantwortung nicht einfach ausgliedert, sondern zu dieser Verantwortung steht, richtig ist. Und deshalb immer gesagt, da wo etwas im Wege steht, da wo etwas passiert, was ich ja heute hier dargestellt habe, wie zum Beispiel islamistischer Terrorismus oder anderes, wir handeln müssen. Und ich glaube, dass wir ein Land sind, das das bewältigen kann. Dann geht es hier vorne bitte weiter. Ja, guten Tag, Alfred von CNN. Ich will mich an den Fragen anschließen. Wie groß ist denn Ihre Sorge um die innere Stabilität und die innere Sicherheit? Weil es ist ja in der Natur des Terrorismus, dass er mit kleinen Mitteln versucht, eine Gesellschaft zu destabilisieren. Wir haben eine schlimme Woche gehabt in Deutschland, aber es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. Wir sind da relativ blindlich noch davon gekommen, auch weil die Polizei in Würzburg schnell eingegriffen hat und weil diese Bombe in Ansbach vielleicht nicht so groß war, wie sie zum Beispiel hätte sein können. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass, wenn die Lage nicht in den Griff bekommen wird von den Sicherheitsbehörden, um die Stabilität in Deutschland? Dass die Ereignisse doch große Verunsicherung hervorrufen, dass sie die Menschen zweifeln lassen, dass sie Angst erzeugen, das ist doch unbestritten. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass Angst nicht der Ratgeber für politisches Handeln sein kann. Und wir müssen das Menschenmögliche tun, und ich will das mit meiner Arbeit auch tun, um zu verhindern, dass es solche Anschläge weiter gibt. Wir wissen aus unserer Umgebung, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich will das jetzt auch gar nicht wichten, was ist schlimm, was ist nicht schlimm. Schlimm ist die allgemeine Verunsicherung,
die Sorge, wenn ich jemanden sehe, was steckt dahinter, kann ich das erkennen. Und deshalb muss der Staat seiner Aufgabe gerecht werden, das weitestmögliche Vertrauen wiederherzustellen, und daran arbeiten wir. Dann habe ich Herrn Rinke als Nächsten. Das leuchtet nicht, sehe leider davor. Überhaupt gar kein einziges Mikrofon. Eins davor, eins dahinter, eins. Er hat jetzt. Er hat eins. Ja, ja. Nein, ich mache das schon an. Nee, jetzt, okay. Frau Bundeskanzlerin, ich hätte ganz gerne nach der Entscheidung der EU-Kommission gefragt, die Defizitsünder Spanien und Portugal nicht mit Geldstrafen zu belegen. Das ist ja so kommentiert worden, dass damit auch aus der Union, aus der CSU, dass damit der Stabi-Pakt quasi zu Ende ist, weil klar ist, dass auch dauerhafte Defizitsünder keine Strafen zu befürchten haben. Schließen Sie sich dem Urteil an, und warum hat die Bundesregierung anscheinend in Brüssel interveniert, damit es keine Bestrafung gibt? Zu den Interventionen kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich nicht glaube, dass die Entscheidung bedeutet, dass der Stabilitätspakt nicht mehr gilt. Die Kommission hat ein verschärftes Defizitverfahren angeordnet. Jetzt war die Frage, wie hoch sind die Sanktionen? Ich habe heute früh noch mal mit dem Präsidenten der Kommission gesprochen, der noch mal darauf hingewiesen hat, Jean-Claude Juncker, dass natürlich die Haushalte 2017 von diesen beiden Ländern unter stärkste Kontrolle gestellt werden und wenn sie nicht den Regeln entsprechen, dann auch das Folgen haben kann für die Strukturfondsmittel. Ich habe selber sehr viel mit dem Ministerpräsidenten, insbesondere von Portugal, gesprochen, der in verschiedenster Weise darauf hingewiesen hat, dass er sich an den Stabilitätspakt und an die Vorgaben jetzt bezüglich des Haushaltes 2017 halten will. Das heißt, die Tatsache, dass das Sanktionsregime verschärft wurde, ist, glaube ich, es war eine Maßnahme, und über die Höhe der Strafen hat man sich jetzt so entschieden. Ich kann darin kein Ende der Anwendung des Stabilitätspakts sehen. Frau Engelke ist die Nächste. Eins dahinter. Frau Bundeskanzlerin, ist das die bisher schwierigste Situation in Ihrer Kanzlerschaft? Vielen Dank. Es ist eine schwierige, aber wir hatten auch andere schwierige. Dass jede schwierige Situation hat eine Spezifik. Und ich glaube, das ganze letzte Jahr war nicht gerade einfach. Die Zeit nach Fukushima war auch nicht einfach. Jetzt haben wir etwas, was sehr in den Kern der Gesellschaft geht, nämlich die Frage, gelingt es Terroristen, das, was ich mit dem Wort zersetzen gesagt habe, wirklich, dass unser Bekenntnis dazu, in einer offenen Gesellschaft bestimmte Werte zu leben, gelingt es den Terroristen, das kaputt zu machen? Oder sind wir stark genug, halten wir genug zusammen, finden wir die richtigen Antworten? Und da hat der Staat natürlich eine zentrale Rolle, um genau diese Art zu leben, die wir schätzen, die wir für richtig halten, auch zu erhalten. Und insofern ist es eine Kernauseinandersetzung, bei der ich aber auch viele Verbündete habe, das weiß ich auch. Viele Menschen in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft, die vielen Helfer, die trotzdem weitermachen, all die sind Verbündete, und ich kann uns nur raten, das ist meine tiefe Überzeugung. In solchen schwierigen Situationen müssen Sie ja irgendwo Leitlinien haben. Meine tiefe Überzeugung ist, wir dürfen und wir brauchen uns auch die Art, wie wir leben, nicht kaputt machen zu lassen von solchen Menschen, die nichts anderes im Ziel haben, als uns zu verängstigen und den Zusammenhalt zu zerstören. Das ist eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Noch ein Zusatz, was ist denn die schwierigste Situation bisher gewesen? Ich kann das Ihnen wirklich nach vollem Glauben so nicht sagen. Es gibt immer wieder Situationen, und ich finde, seit 2008 ist das Leben auch reich davon, das uns ereilt, gibt es immer wieder sehr elementare Situationen, ob es nun die Frage ist, muss ich die Sicherheit der Sparguthaben zusammen mit einem Finanzminister verkünden, müssen wir Banken retten, bis hin zu der Eurokrise mit unglaublichen Herausforderungen, auch zeitlichem Druck. Oder eben die Frage, und das war für mich ja auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Flüchtlingsfrage, gelingt es uns, die
ein Grundwert der europäischen Gemeinsamkeit, nämlich die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums zu erhalten, oder kehren wir alle zu nationalem Verhalten zurück und arbeiten nicht daran, an unserer Außengrenze voranzukommen und Fluchtursachen zu bekämpfen? Und jede dieser Herausforderungen nimmt jeden, der damit zu tun hat, das bin nicht nur ich, das sind auch viele andere, voll in Anspruch. Und da kann ich nicht zum Schluss sagen, das war schwierig und das war nicht so schwierig. Herrn Kilatsch habe ich als Nächsten. Auch alles da in der Ecke. Frau Bundeskanzlerin, wie würden Sie zurzeit die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin bezeichnen? Darüber hinaus, wann wollen Sie oder werden Sie den türkischen Staatspräsidenten persönlich oder elektronisch wieder treffen und was würden Sie am liebsten ihm sagen? Also über ein Treffen wird es mit Sicherheit geben, spätestens beim G20-Gipfel in Hangzhou im Anfang September. Und ich sagte ja erst schon, dass ich die Entwicklung sehr genau beobachte und auch mit Sorge beobachte. Und wann immer wir uns getroffen haben, wir haben jetzt auch das Gespräch in Warschau miteinander gehabt beim NATO-Gipfel, tauschen wir uns aus und das ist ein ehrlicher Austausch. Das heißt, dass man nicht immer einer Meinung ist, das versteht sich dann von selbst. Und ich sagte nochmal, bei uns leben, und das sind Menschen, für die ich mich genauso verantwortlich fühle wie für die, die schon jahrhundertelang deutsche Wurzeln haben, leben 3 Millionen türkischstämmige Bürgerinnen und Bürger. Und die sollen wissen, dass sie alle Rechte und alle Pflichten unseres Staates hier haben und dass wir wissen, dass sie sehr viel auch zum Wohle Deutschlands beigetragen haben. Und schon daraus ergibt sich eine Verantwortung, im Gespräch zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, selbst wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Dann geht es jetzt mit Herrn Dechen weiter, der, glaube ich, in derselben Reihe sitzt. Frau Bundeskanzlerin, ein, zwei, drei. Achso, ich sehe Sie. Ein, zwei, drei. Ja, ja, ich jetzt habe ich. Danke. Danke. Frau Bundeskanzlerin, ich würde die Frage, die Frau Engelke eben gestellt hat, nochmal, wenn Sie erlauben, ins Persönliche wenden. Sie regieren jetzt in einer Zeit von aufeinanderfolgenden Krisen seit vielen Jahren, in einer Verdichtung in den letzten Tagen, die ja auch physisch und psychisch vielleicht an den Kräften zehrt. Spüren Sie in Zeiten wie diesen Erschöpfung? Wie groß ist Ihre verständliche Erschöpfung? Ja. Abends gehe ich schon manchmal ganz gerne ins Bett und schlafe, also so ist nicht, aber ich spüre auch durchaus die Herausforderung und vor allen Dingen heißt die Aufgabe ja auch immer wieder, Lösungen zu finden. Ich glaube, das eine ist, dass wir ja sozusagen das immer wieder tun müssen, was der Staat auch schon lange eingeübt hat, wenn ich jetzt an die Tätigkeit der Polizei und Ähnliches denke, aber es gibt ja auch immer wieder neue Herausforderungen. Wie bekämpfe ich Fluchtursachen? Wie mache ich das jetzt, um die illegale Migration runterzubringen? Also man muss auch sehr viel nachdenken. Also Erschöpfung würde ich nicht sagen, aber ich bin nicht unterausgelastet, sagen wir mal so. Jetzt geht es noch mal ein bisschen weiter nach vorne zu Herrn Schmiese. Frau Bundeskanzlerin, nach den Maßnahmen, die seit September getroffen wurden, auch denen, die Sie jetzt hier verkündet haben, können Sie ausschließen, dass es eine Zuwanderung, auch unkontrollierte Zuwanderung, wie seit September 2015 in Deutschland nicht mehr geben wird? Und ist das eigentlich auch Ziel Ihres Handelns, dass es diese Form der Zuwanderung nicht mehr geben soll? Vielen Dank. Ja, natürlich ist das Ziel meines Handelns. Die Zuwanderung des letzten Jahres war allein gesteuert durch Illegalität, Schmuggler und Schlepper. Und das kann niemals Gegenstand von Politik sein, dass wir uns mit Illegalität abfinden, dass wir uns damit abfinden, dass Hunderte, im Mittelmeer sogar Tausende Menschen umkommen, ihr Leben aufs Spiel setzen. Und deshalb haben wir zwei Dinge gesagt. Wir müssen erstmal die Dinge legalisieren. Deshalb ist ja auch nach wie vor in dem Türkei-Abkommen auf freiwilliger Basis gibt es die humanitären Kontingente, wo man dann sozusagen einen legalen Weg der Zuwanderung hätte. Und zweitens haben wir, wenn ich es jetzt mal in die Rolle der Parteivorsitzenden wechsle, auf dem Bundesparteitag im Dezember gesagt, dass wir dass auch ein Land wie Deutschland, was stark ist, auf Dauer nicht eine so hohe Zahl von Zuwanderern oder Flüchtlingen aufnehmen kann und dass deshalb die Zahl auch
reduziert werden soll. Und dann haben wir die Methoden, mit der wir das schaffen können, deutlich gemacht. Und dazu gehört eben, dass wir sagen können, und das entspricht dann wieder unseren humanitären Werten, dass wir sagen können, die Flüchtlinge können in der Nähe ihrer Heimat ein vernünftiges Leben führen. Und dafür gab es die Syrien-Konferenz in London. Dafür gibt es die 3 Milliarden Euro für die Flüchtlinge in der Türkei und vieles andere mehr. Das ist schon unsere Verantwortung. Davon bin ich überzeugt. Also die Wiederholung ist ausgeschlossen. Es ist jetzt immer so schwer, die Zukunft, die Wiederholung auf diese Art, wie sie im letzten Jahr war, ist ausgeschlossen. Aber ich kann nicht sagen, dass wir nie wieder Flüchtlinge aufnehmen müssen. Aber wir müssen, und wir müssen vor allen Dingen mehr tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke für die Geduld, weil wir sind immer noch in der ersten Runde derjenigen, die sich alle gleichzeitig gemeldet haben. Und alle sind auch noch sehr freundlich. Herr Hartwig ist der Nächste und hat auch schon sehr lange gewartet. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zusammenhang mit den Anschlägen der letzten Wochen erstmals auch von Krieg gesprochen, wie der Papst schon und der französische Staatspräsident. Was ergeben sich da jetzt ganz konkret für militärische Bündnisverpflichtungen gegenüber Frankreich? Also können Sie mir die Sentenz mit dem Krieg noch mal sagen, damit ich... Sie sprachen von Terror und Krieg. Ja, die vor Terror und Krieg geflüchtet sind. Also, dass es in Syrien Krieg gibt, ist ja, glaube ich, kein Ich hatte den Zusammenhang anders verstanden. Gut. Okay, aber das ist jetzt ja auch... glaube ich, zweitrangig. Sie wollten wissen, welche neuen Bündnisverpflichtungen sich gegenüber ergeben. Frankreich, weil der Staatspräsident ja gesagt hat, er befindet sich im Krieg. Gut, ich will Folgendes sagen. Ich glaube, dass wir uns in einem Kampf oder meinetwegen auch einem Krieg gegen den IS befinden. Das ist unbestritten. Dass es Bürgerkrieg in Syrien gibt, ist auch unbestritten. Dass es einen Kampf gegen Terroristen auch in Mali gibt zum Beispiel, auch. Was mir sehr wichtig ist, und ich glaube, das kann nicht oft genug betont werden, wir befinden uns in keinem Krieg oder Kampf gegen den Islam, sondern wir kämpfen gegen den Terrorismus, auch gegen den islamistischen Terrorismus. Und ich will an der Stelle die Gelegenheit nutzen, bevor ich dann nochmal Ihre Frage beantworte, nochmal deutlich zu machen, ich habe bereits Anfang des Jahres im Zusammenhang mit Charlie Hebdo in der Regierungserklärung gesagt, dass wir auch aus der Geistlichkeit des Islam stärker erwarten, die Abgrenzungen deutlich zu machen, wie sozusagen Terrorismus im Namen des Islam möglich ist und deutlich zu machen, dass hier eine absolute rote Linie auch für alle Geistlichen des Islam ist. Das ist in einigen Fällen schon deutlich gemacht worden. Ich glaube, es kann gar nicht deutlich genug gemacht werden. Und denn wir können das aus unserer Perspektive nicht, und deshalb ist es wichtig, dass das getan wird. Ich sehe im Augenblick jetzt aktuell keine neuen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Frankreich. Wir sind verstärkend in Mali mit dabei, wenn es um den französischen Einsatz dort geht. Das war unser Beitrag und wir haben uns auch verstärkt im Kampf gegen den IS eingesetzt durch die Tornado-Flieger. Und wir haben ja noch das Thema Airbags nach dem letzten NATO-Gipfel auf der Tagesordnung. Neue Verpflichtungen sehe ich im Augenblick nicht. Herr Geers ist der Nächste, sitzt dort. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vorhin gesagt, wo immer es nötig sein sollte, werde es auch mehr Personal geben im Kampf gegen die terroristische Herausforderung. Es gäbe auch, wird auch mehr getan für die Ausrüstung, Ähnliches. Und man werde im Herbst zum Beispiel bei den Haushaltsberatungen darüber sprechen müssen. Haben Sie da schon bestimmte Vorstellungen, in welche Richtung das geht, um wie viel es geht? Heißt das möglicherweise auch, dass wir andere Prioritäten setzen müssen bei den Ausgaben generell beim Bund? Und ganz kurz die Frage, was halten Sie vom Einsatz der Bundeswehr im Innern in Sachen Terror? Freut sich wahrscheinlich einer, der noch auf Platz 47 ist, dass ja, gleich so, das entspricht auch der Realität auf meinem Zettel, ehrlich gesagt. Drei Fragen gestellt wurde. Also ich
kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn der Bundesinnenminister, mit dem ich gestern ausführlich gesprochen habe, wenn Thomas de Maizière zum Beispiel sagt, ich möchte diese Stelle zur Entschlüsselung von Internetkommunikation schneller aufbauen, als wir das geplant haben, dass das in den Haushaltsberatungen eine Rolle spielen könnte. Wenn das BKA sagt, ich brauche aus erkennbaren Gründen mehr Personal, ist, obwohl Aufstockungen jetzt schon beschlossen sind, dann wird man darüber sprechen. Ich sehe aber keine Neuausrichtung des Haushalts, denn der Haushalt reflektiert und spiegelt wieder genau diese Herausforderungen. Und jetzt ist nur die Frage, an welchen Stellen muss man vielleicht etwas mehr tun. Das nimmt aber von den anderen Prioritätensetzungen nichts weg. Mehr Ausgaben für das Bundesverteidigungsministerium, mehr Ausgaben für das Bundesinnenministerium, mehr Ausgaben für das Bundesentwicklungsministerium, mehr Ausgaben für die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amtes. All das bleibt gleichermaßen von Bedeutung. Und jetzt habe ich wieder Ihre letzte. Sie hatten Bundeswehr. Ach so, ja, also ich glaube, dass wir einen Fortschritt erzielt haben mit der Interpretation, die im Weißbuch jetzt gegeben ist und dass wir bis jetzt, das ist ja das Ergebnis, die Möglichkeiten des Einsatzes der Bundeswehr im Innern zumindest praktisch noch nicht geübt haben im Zusammenhang mit terroristischen Großlagen. Und ich finde es gut, dass sich zumindest zwei, wenn nicht mehr Bundesländer jetzt bereit erklärt haben, mit der Bundeswehr gemeinsam einmal zu üben, wenn eine solche terroristische Großlage entsteht, dann eben auch bereit zu sein, solche Stabsübungen und Ähnliches durchzuführen, weil ich das für wichtig halte, dass das dann auch eingeübt ist und nicht irgendwie erst zum ersten Mal ausprobiert werden muss. Ich glaube, damit sind wir einen ganzen Schritt weiter. Das entspricht der geltenden Verfassungsrechtsprechung. Andere Dinge sind nicht so einfach umzusetzen. Und ich glaube, wir sollten jetzt erstmal von den Möglichkeiten, die wir heute haben, Gebrauch machen. Dann hat das Wort Frau Marschall als Nächste. Hier. Frau Bundeskanzlerin, wenn wir mehr Geld hier. Ach, da. Also wenn wir mehr Geld für innere und äußere Sicherheit ausgeben müssen, haben wir dann in der nächsten Legislaturperiode noch Spielräume für Steuerentlastungen? Und wie setzen Sie da die Prioritäten? Also gibt es keine Steuerentlastungen, weil wir mehr für innere und äußere Sicherheit ausgeben müssen? Falls Sie Steuerentlastungen sehen, wie hoch, also Spielräume sehen, wie hoch könnten die denn sein? Also ich glaube, dass wir eine Situation haben, bei der wir sowohl den ausgeglichenen Haushalt ja jetzt über die Legislaturperiode doch erreicht haben und auch für nächstes Jahr ein solcher Entwurf vorliegt. Einzig und allein aus dem Grunde, dass die Wirtschaftssituation sehr vernünftig ist und die Zahl der Arbeitslosen nicht gestiegen ist, sondern im Gegenteil gesunken ist. Deshalb muss alles getan werden, um die wirtschaftliche Kraft Deutschlands auch zu erhalten, und Steuersenkungen könnten ein Anreiz sein, insbesondere wenn es sich um den sogenannten Mittelstandsbauch handelt und verbunden auch immer mit Phänomenen der kalten Progression. Der Bundesfinanzminister hat hierzu durchaus gesagt, dass er solche Spielräume sieht, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich nicht. Aber durch eine vernünftige Steuerpolitik, eine vernünftige Haushaltspolitik, kann man auch einen Beitrag dazu leisten, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut sind. Und in dem Kontext sehe ich solche Möglichkeiten. Ich möchte mich jetzt hier zu Spielräumen nicht äußern. Das ist Sache des Bundesfinanzministers. Das werden wir dann im Zusammenhang mit Wahlprogrammen für das nächste Jahr ausarbeiten. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich glaube, dass es viel Grund gibt, sozusagen den Starken und Willigen in unserem Land, gerade im Blick auf den Verlauf der Progression des Steuertarifs, also Mittelstandsbau, wo es möglich ist, eine gewisse Entlastung zu geben. Jetzt geht es mit Herrn Nils weiter, ein bisschen weiter vor. Zurück zur Frage des Kollegen von Höret, Frau Bundeskanzlerin. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Präsident Erdogan, was soll ich sagen, mal in absehbarer Zeit zu staatspolitischem Normalverhalten, haben Sie die Hoffnung aufgegeben, wie berechenbar ist die Türkei als eben Bündnispartner, auch bilateral als Flüchtlingshelfer bzw. Helfer in der Flüchtlingsproblematik? Und wenn ich darf, hatten Sie in den vergangenen Jahren irgendwann einen Albtraum, der geschreckt hat, in dem Ihnen Donald Trump als Präsident erschienen sein könnte? Die letzte Frage kann ich mit einem eindeutigen Nein beantworten. Die Frage über die Türkei, wir haben eben besonders erregende Entwicklungen dort, begonnen mit dem Putsch, von dem vielleicht keiner hier im Raum ihn nun für unmittelbar vorstehend gesehen hätte.
Und ich will noch mal wiederholen, dann wird durch Militärputsch auch etwas tun. Auf der anderen Seite das Thema Verhältnismäßigkeit. Hier kann ich als ausländische Regierungschefin von außen doch jeweils nur meine Bedenken deutlich machen, versuchen im Gespräch zu bleiben. Viele äußern sich ja und sind nicht im Gespräch. Ich finde, es ist ganz wichtig, die Gesprächsfäden auch zu erhalten. Was die Frage Kampf gegen den Terrorismus anbelangt, ist die Türkei ein wichtiger Partner. Und was die Versorgung von Flüchtlingen anbelangt, ist die Türkei ein Land, das Vorbildliches geleistet hat. Wir reden hier über 3 Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind. Ich habe mir das ja an der Grenze, an der türkisch-syrischen Grenze auch persönlich angeschaut. Wir haben große Herausforderungen mit neuen Klassen und mit neuen Kindereinrichtungen und vielem anderen mehr. Aber wenn Sie sich das dort in der Grenzregion anschauen, das ist schon beachtlich, was da auch geleistet werden muss. Und deshalb ist es auch absolut richtig, dass die Europäische Union da finanziell unterstützt. Die Türkei ist, was das EU-Türkei-Abkommen anbelangt, hat sie den Grenzschutz und die Illegalität sehr stark zum Erliegen gebracht, des illegalen Übertritts. Ich glaube, dass das auch im gegenseitigen Interesse ist. Kein Mensch kann zugucken, dass auf so einer schmalen Meerenge zwischen zwei NATO-Mitgliedstaaten permanent Menschen ertrinken und zu Schaden kommen. Und insofern gibt es sorgenvolle Punkte und es gibt Punkte, an denen ich glaube, dass die Türkei ein wichtiger Partner ist. Jetzt geht es mit Herrn Herrholz weiter und weiter vorne. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie selbstkritisch zurückblicken auf die Zeit seit Ihrem letzten Auftritt hier vor der Bundespressekonferenz, haben Sie die Schattenseiten auch hierzulande vielleicht unterschätzt? Haben Sie Fehler in dem letzten Jahr in der Flüchtlingspolitik gemacht und war Ihr, wir schaffen das vielleicht zu leichtfertig oder zu optimistisch? Ich glaube doch, dass ich durch meine Eingangsbemerkungen den Kontext noch mal hergestellt habe. Ich habe mir schon im letzten Jahr die Dinge nicht sehr einfach vorgestellt und sie deshalb auch in eine Linie mit großen Herausforderungen, die die Bundesrepublik Deutschland zu bewältigen hatte, gestellt. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Bundesrepublik Deutschland zu den wirtschaftlich stärksten Ländern gehört, nach wie vor ein sehr sicheres Land ist, obwohl wir jetzt schwere Tage hinter uns haben und dass wir auch in der Lage sind, gerade das Thema Sicherheit noch stärker in den Fokus zu rücken und trotzdem unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht zur Disposition zu stellen. Und deshalb ist das eine herausfordernde Zeit, überhaupt keine Frage. Aber als Bundeskanzlerin heißt die Aufgabe, diese Zeit zu meistern, zusammen mit vielen anderen. Und glücklicherweise gibt es viele, viele, die das unterstützen. Und da zähle ich auch die ganze Bundesregierung dazu. Herr Denkler ist der Nächste. Frau Bundeskanzlerin, vor 2 Jahren haben Sie gesagt, spionieren unter Freunden, das geht gar nicht. Sie haben jetzt gesagt, dass im Zuge des Terrorismus auch die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten gestärkt werden müsste. Diese Zusammenarbeit ist ja häufig auch enttäuscht worden. Das haben Sie ja selber erlebt. Ihr Handy ist ausspioniert worden. Halten Sie den SR-Fehler eigentlich inzwischen für beendet oder mit dem neuen BND-Gesetz, das ja unter anderem erlaubt, Freunde auszuspähen? Naja, ich glaube, dass das BND-Gesetz schon eine sehr klare Verbesserung der Rechtssituation ist und auch eine Klarstellung. Und das BND-Gesetz verbietet auch sehr viel. Und ansonsten haben uns die letzten Jahre, glaube ich, gezeigt, dass es ohne eine Kooperation der Sicherheitsdienste nicht geht und dass wir in vielen, vielen Fällen davon auch profitieren. Und ich glaube, wer die Sicherheit für die Menschen in Deutschland bestmöglich schützen will, der muss auf einer solchen Zusammenarbeit beharren und der muss auch sagen, auch die Menschen, gerade die Menschen oder genauso wie in anderen Sicherheitsbehörden, die in einem solchen Nachrichtendienst arbeiten, sind wichtige, unverzichtbare Kräfte, die wir brauchen und die eine hervorragende Arbeit in der übergroßen Zahl leisten. Und alles, was wir gesehen haben an Dingen, die verändert werden mussten, da ist vieles geschehen, was auch verändert wurde. Ich glaube, insofern stehen wir da heute deutlich besser da als vor einiger Zeit. Warum den Preis, dass Grundrechte von europäischen Bürgern eingeschränkt werden, wenn sie ausgespäht werden dürfen? Ich glaube, dass, wie gesagt, durch das neue BND-Gesetz sich die Rechtslage für alle verbessert hat und nicht verschlechtert hat. Und was die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger anbelangt, so wissen Sie ja, dass die nun wirklich in umfassender Weise gewahrt sind. Der Kollege eine Reihe davor.
Der Kollege eine Reihe davor. Sie hatten sich doch gemeldet. Ist erledigt. Er hat sich erledigt, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Dann habe ich Herrn Jordans als Nächsten. Ja, Frau Bundeskanzlerin. Das Thema Donald Trump ist ja schon angesprochen worden. Nun hat er gestern angekündigt, sich zu überlegen, ob er die russische Annexion der Krim anerkennen würde, wenn er die Wahl gewinnt. Haben Sie Verständnis dafür und halten Sie als Putin-Kennerin den Kurs des republikanischen Kandidaten für taktisch ratsam? Ich mische mich in den inneramerikanischen Wahlkampf nicht ein. Ich verfolge das natürlich mit Interesse und dann werden wir den Ausgang der Wahlen abwarten. Darf ich nachfragen, hat sich an der Position Deutschlands gegenüber der Annexion der Krim irgendwas geändert? Nein. Dann geht es gleich daneben weiter. Frau Bundeskanzlerin, die Frage danach, wird die Koalition im Herbst ein Programm beschließen, was zu einer Stabilisierung des Rentenniveaus führen wird? Sind da eher kleine Schritte beim Thema Rente zu erwarten oder doch vielleicht noch ein großer Wurf? Die Koalition wird sich mit dem Rentenniveau nicht beschäftigen. Sie kennen die Themen, die im Koalitionsvertrag verankert sind. Das ist die Frage Ost-West-Renten, darüber haben wir gesprochen. Das ist die Frage der solidarischen Lebensleistungsrente, die noch diskutiert werden muss. Und darüber hinaus werden sich die Parteien vielleicht in ihren Wahlprogrammen mit der Frage langfristige Rentenpolitik beschäftigen, aber das wird kein Gegenstand des Regierungshandelns sein. Ich kann hier auch nur warnen, zu große Illusionen zu schüren. Wir müssen